An der Ortsumfahrung Dorfitter der Bundesstraße 252 wird weiter mit Hochdruck gearbeitet. Der Berg am alten Bahnhof Dorfitter ist so gut wie abgetragen. Da sind noch einige Restarbeiten nötig. Nichtsdestotrotz wird es noch etwas dauern, bis die Kraftfahrer die neue Bundesstraße benutzen können. Das wurde bei einer aktuellen Baustellenbegehung mit Mitarbeitern von Hessenmobil bekannt. Gute Nachrichten sind, dass der Vollausbau Mitte Oktober hier fertiggestellt ist und der Verkehr über die B252 bis nach Teiltereien stattfinden kann. Also weniger gute Nachrichten sind zum Beispiel, dass die Vollsperrung nicht Mitte August beendet werden kann. Sondern die findet bis Mitte Oktober statt, aber ab dann kann der Verkehr über die B252 fließen.